Ja, hallo liebe Zuschauer. Ich habe gerade mit dem lieben Kasper ja ein Interview aufgezeichnet zum Thema Regeneration mit Musik. Und das ist sehr vielfältig, ne? Was haben wir alles besprochen? Der Wahnsinn. Ja, wir haben besprochen, wie Musik sehr schnell und intensiv Emotionen oder Gefühlszustände verändern kann und wie ich das nutzen kann, um positiv und auch aus tiefen Krisen sozusagen viel besser rauszukommen und wie ich auch Musik nutzen kann als Ressource zum Krafttanken, zum Energie fließen lassen, zum Regenerieren und was ich alles da Schönes machen kann mit. Dass die Musik auch unsere Zellaktivität erhöht, ne? Also Energie in der Zelle, dass das damit auch ja, das Immunsystem stärkt. Ich erinnere, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass es egal ist, ob im Betrieb, zu Hause oder unterwegs, ne? Man kann immer summen oder gute Gefühle über Tonagen aktivieren. Und ich glaube, es war noch so ein kleiner Zusatznutzen, wenn wir da noch ein Körpergefühl mit verbinden. Ja, Musik tut spürbar gut und ich habe da spezielle Musikinstrumente oder Möbel auch entwickelt, wo man die Musik auch fühlen kann und spüren kann. Und das ist nochmal ein besonderer Super-Effekt und Hype, weil die ganzen Zellen da in Schwingung kommen und alles besser in Flow kommt. Über den Flow haben wir auch gesprochen. Genau. Und wir haben darüber gesprochen, dass von klein, also Kindesalter, über die ganzen Lebensphasen, auch vor allen Dingen Glücks- und Trauerphasen, ne, Gesundheitsphasen, Krankheitsphasen bis ins hohe Alter, dass Musik eine ganz große Bedeutung für uns Menschen hat, ne? Und du hast sogar angesprochen, dass sie beim Überleben scheinbar geholfen hat. Ja, genau. Ja, Musik begleitet uns schon vor der Geburt, ist das Ohr ausgebildet und ich kann hören und begleitet uns durch alle Lebenskrisen durch und zeigt uns, wie ich besser überleben kann, wie ich bessere Entscheidungen fällen kann und wie ich super gut mit einer ganzen Gruppe zusammen kann ich Musik machen und harmonieren und in Schwingung kommen und eben das auch nutzen, um mich persönlich und die ganze Gruppe spürbar zu regenerieren, zu aktivieren, positiv zu beeinflussen. Genau, so eine Art Aufladen, so eine Art ja, Potenzieren im Sein, im Jetztsein, ne? Und Angst, also Musik und Angst, also Singen und Angst, Summen und Angst gibt es ja nicht parallel im Gehirn. Also wir haben auch ein bisschen über diese ganze, über das Körperwissen gesprochen und es lohnt sich auf jeden Fall, das ganze Interview anzuschauen. 60 Minuten geballtes Know-how und ein schönes Gespräch mit dem lieben Kaspar und mir. Ja, mit Musik geht alles besser und man muss nur ein paar Tipps und Tricks beachten, damit das richtig gut flutscht und funktioniert. Die haben wir auch fürs Ja. betriebliche Gesundheitsmanagement eingebaut, ne? Ja, Dann genau. freuen wir uns auf dich im ganzen Interview und sagen für den Moment, ja, gute Schwingung. Ja, vielen Dank nochmal. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss.